Italo-Klassiker in Regensburg. Und ihr werdet es spüren, ich bin die Mam. Mam Mattea lädt ein in San Daniele und will die Bayern beeindrucken. Doch schmeckt's auch wie in Bella Italia? Also der Seeteufel, den ich habe, ist toter als tot. Ich mache den nur so und kann sie auch nicht anders machen. 16 Jahre mache ich das so, mache ich. Und die Kritik reißt nicht ab. Das muss ich dir einfach sagen, man muss Fisch auf einem separaten Brett schneiden. Ja. Das da musst gibt's du mir eigentlich nicht sagen. Man reagiert doch so nicht. Tag 3 der großen Lokalschlacht im ostbayerischen Regensburg, Packmas. Muck und Daniel liegen mit 31 Zählern gleich auf, doch Thea will das mit Frauenpower heute toppen. Unweit der Regensburger Autobahn liegt Theas San Daniele und dahin zieht es nun unseren Profi Mike Süßer. So, diese Woche sind wir jetzt bei der Halbzeit angekommen. Es wird italienisch und das heißt, Thea ist am Start. Sie muss jetzt performen. Großes Lokal, alles, was die Kulinarik Italien zu bieten hat, hat sie vereint. Sie verdient ihr Geld mit Pizza, mit Pasta und alles, was dazugehört. Ich frage mich, bei so einer großen Speisekarte, das habe ich nämlich gehört, kriegt man es dann noch frisch hin? Auf 250 Quadratmetern können 300 Regensburger italienische Leidenschaft genießen. Diese Leidenschaft für Italien, die habe ich vor 25 Jahren von meinem damaligen Lebensgefährten übernommen und ich finde es einfach gigantisch. Und was genau ist deine Aufgabe hier im Lokal, liebe Thea? Ich mache in meinem Geschäft alles. Meine Köche sind fürs Kochen zuständig, meine Kellner fürs Bedienen. Und ich bin der Macher hier drinnen, ich überwache alles. Bei uns kommt nur am Tisch, was ich einkaufe. Aber können Pizza und Pasta unseren Profi beeindrucken? Was meinst du, Thea? Ich glaube, der Mike wird überrascht sein, wie toll wir das Ganze meistern hier und dass er wahrscheinlich gar nicht so viel verändern muss. Er wird sich freuen, wenn er sieht, wie wir kochen. Ob Mike sich wirklich freut, muss ich erst noch zeigen. So, ach schau, das kenne sogar ich, San Daniele. Ja, San Daniele ist Norditalien, Venedig kennt jeder, ich sag mal grob in der Nähe, ne? Und bekannt geworden durch seinen luftgetrockneten Schinken. Buongiorno, benvenuti in San Daniele, ciao. Ciao, also das ist mal eine schöne Begrüßung. Ne? Ich schaue dir ja schon seit zwei Tagen zu. Begrüßen ja die Italiener so, ne? Komm mal her, lass mich. Ist ja recht. Küsschen gehört auch dazu, ne? Ja, die mag mich halt leiden, ne? Restaurantbereich ist jetzt, also man sagt ja, die Pizzeria, es ist Pizzeria, Pasta auch. Ich glaube, diese traditionelle italienische Küche. Das heißt? Was? Traditionell, es ist Pizza, Pasta, Pesce, Carne. So, Pesce und Schnickschnack. Kein Schnickschnack, sondern einfach so. Echte italienische und Küche. Und echter Pizzaiolo-Mann. Buongiorno. Mein bestes Stück. Absolut. Mein bestes Stück? Mein bestes Stück. Pizzeria ist wirklich in einer Hand und muss ich mich nie kümmern. Super, warte mal. Ja. Das ist nicht nur für mich hierher gelegt, das macht ihr wirklich. Das ist schön. Wir machen das eigentlich mittwochs und am Wochenende. Ich mache es nicht jeden Tag, weil nicht jeden Tag sehr viel Betrieb ist. Mhm. Und ich will halt wirklich frischen Fisch. Ich lasse mir keinen Händler kommen, weil der will mir nur aufschmatzen. Das ist da, das muss er nehmen. Ich gehe und kaufe, was wir brauchen.